Hallo meine Lieben, wir kündigen euch unser neues Video an, das wir für euch gemacht haben. Du findest dieses Video entweder auf unserer Website oder bei Vimeo. Wir fragen heute nach der Energie im Kollektiv der Gefühlsklärer für die erste Oktoberhälfte. Ja, ich habe wieder die Hauptlegung für das Kollektiv gemacht. Wir haben dafür das Rider-Waite-Tarot verwendet. Und Micha hat allerdings die Klärungskarten aus dem Gilded Reverie Lenormand erbeten. Und es ist eine sehr interessante Legung geworden, die auch schon ein bisschen darauf hinweist, dass dieser Vollmond im Zeichen des Widders, der morgen stattfinden wird, tatsächlich auch wieder auf die Seelenpaare gewaltigen Einfluss hat. Ja, ich werde euch diese Legung in der ersten Hälfte des Videos interpretieren und dann in der zweiten Hälfte kommt dann der Micha ins Spiel. Der wird uns dann nämlich für alle vier Elemente in der Reihenfolge Feuer, Wasser, Erde und Luft noch zwei Karten, jeweils eine aus dem Tarot und eine aus dem Lenormand, herausmischen, die ich dann spontan für euch deute, so dass ihr sehen könnt, ja, wenn dein Seelenpartner, für den du das vielleicht anschaust, entweder Feuerzeichen, Wasserzeichen, Erdzeichen oder Luftzeichen ist, welche Energie steht speziell diesem Element jetzt in den kommenden 2 Wochen zur Verfügung. Dabei raten wir euch allerdings immer, tatsächlich das ganze Video zu gucken und dann nicht die Elemente, die vermeintlich nicht zutreffen, vorzuspulen, denn die wenigsten von euch kennen wirklich das gesamte Geburtshoroskop des Gegenübers. Und es ist ja tatsächlich so, wie ihr das bei euch auch manchmal feststellt, dass der Aszendent, das Venuszeichen oder das Mondzeichen einfach eine andere Elementegruppe angehört, aber durchschlagend ist, ja? Und deswegen hört euch am besten das ganze Video an und verlasst euch dann auf eure Intuition. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ihr findet das Video entweder auf unserer Website oder bei Vimeo. Ich verlinke euch beides direkt hier in der Infobox unter diesem Video und wir würden uns sehr freuen, euch gleich begrüßen zu dürfen. Bis dann, tschüss!